Was muss man oft von bösen Kindern hören oder lesen? Wie zum Beispiel hier von diesen, welche Max und Mortis hießen, die anstatt durch weise Lehren sich zum Guten zu bekehren, oftmals noch darüber lachten und sich heimlich lustig machen, ja, zur Übeltätigkeit. Ja, dazu ist man bereit. Menschen necken, Tiere kehlen, Äpfel, Birnen, Schwestern stellen. Das ist freilich angenehmer und dazu auch viel bequemer als in Kirche oder Schule. Fest zu sitzen auf dem Stuhle. Aber welche, 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 wenn ich auf das Ende sehe. Ach, das war ein schlimmes Ding, wie es Max und Mortis ging. Wer in Dorfe oder Stadt einen Onkel wohnen hat, der sei höflich und bezeichen, denn das mag der Onkel leiden. Max und Mortis ihrerseits fanden darin keinen Reiz. Denkt juch nur, welch schlechten Witz machten sie mit Onkel Fritz. Jeder weiß, was so ein Maikäfer für ein Vogel sei. In den Baumen hin und her fliegt und kriegt und krabbelt er. Max und Mortis immer munter schütten sie von Baum herunter. In die Tüte von Papiere sperren sie die Krabbeltiere. Fort damit und in die Ecke unter Onkel Fritzes Decke. Bald zu Bett geht Onkel Fritze in der spitzen Sippelmütze. Seinen Augen macht er zu, hüllt sich ein und schlaft in Ruhe. Doch die Käfer kritze, kritze, kommen schnell aus die Matratze. Schon fast einer, der woran? Onkel Fritzens Nase an. Paul! Schreit er. Das, was ist das hier? Und erfasst das Ungetier. Und den Onkel wollen grausen, sieht man aus dem Bette sausen. Max und Mortis, wehe ei, jetzt kommt euer letzter Streit. Wozu müssen auch die beiden Löcher in die Säcke schneiden? Sagt, das trägt der Bauer Mecke einen seiner Mötersäcke. Aber kaum, dass er von hinnen fängt das Korn schon an zu rinnen. Und wer wundert, steht und spricht er? Selber mit, da die Verlichter! Hey, das sieht er voller Freude, Max und Mortis im Getreide. Raps in seinen großen Sack schaufelt er das Lumpenpack. Max und Mortis wird es schwüle, denn nun geht es nach der Mühle. Meister Mühle, her heran, Maler, das so schnell er kann. Her damit! Und in den Trichter schüttet er die böse Wichter. Rieke-Racke, Rieke-Racke, geht die Mühle mit Geknacke. Hier kann man sie noch erblinken, fein geschrotten und in Stücken. Doch sogleich versehet sie Meister Müllers Freder wie. Als man dies im Dorf erfuhr, war von Trauer keine Spur. Witwe wollte mild und weich, sprach sich da, ich dacht es gleich. Ja, 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 rief Meister Bock, Bolscheid ist kein Lebensweg. Drauf, so sprach Herr Lehrer Lampel, dies ist wieder ein Exempel. Freilich, meint der Zuckerbäcker, warum ist der Mensch so lecker? Selbst der gute Onkel Fritze sprach, das kommt von dumme Witze. Doch der brave Bauersmann dachte, was geht man dat an? Kurz im Gangen Ort gehum, ging ein freudiges Gebrüll. Gott sei Dank, nun ist vorbei mit der Übeltäterei.